Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Empyrion Galactic Survival. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Gabax. Ja, hallo Leute. Ja, und wie geht's dir seit der letzten Folge? Ja, super. Ich habe jetzt ganz viel Munition hergestellt und wir können meinetwegen loslegen. Ja, und ich habe jetzt gerade was in der Spielpause rausgefunden, und zwar... Ja. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe mal wieder Scheiße gebaut. Nein! Warte mal, da gab's und deswegen muss ich die ganze Kacke hier wieder wegreißen und, Ja, weil das ist ganz toll in diesem Spiel hier. Man kann nämlich so Metallplatten einmal unten, einmal oben, links, rechts, vorne, genau, hinten bauen. Und der schlaue Onkel hat natürlich in der zweiten Etage Boden gebaut und nicht in der ersten Etage eine Decke. Und dadurch sind wir hier immer angeeckt beim Vorlaufen. Genau. Aber wenn man jetzt hier mal guckt. Da ist der Unterschied. Ich hatte das gedreht, dass das unten ist und das ist weiter oben. Ja. Aber das kann man auch nicht vorher wissen. Also das ist so eine Sache. Nee. Das sind Sachen, die Sachen machen. Genau. Habe ich genug Schuss? Hast du auch genug Munition jetzt? Nein, oder sollte ich dir noch was abgeben? Dann packe ich dir doch Munition in deinen Constructor, dann kannst du das da rausnehmen und dann hast du Munition. Wie klingt das? Ich hasse Munition. Hm? Okay. Achso. Hast du gesagt. So, dann schauen wir mal, ob wir hier draußen in der Wildnis irgendwas mal sehen, weil es ist schon wieder dunkel. Ja, das Lustige, ist Alter, dann sollten wir vielleicht, können wir das jagen? Ach nee, die Nahrung ist fast... Ja, aber warte mal, ich muss auch mitkommen, oder nicht? Ich, ja, dann komm. Was hast du denn für eine Munition? Gerade schon mal. Ich hab dir Munition in den Constructor reingelegt. Ja, ich hab gefragt, was für Munition. Aber ich sehe ganz normale. Wir brauchen... Oh, hier ist ein Riesenloch, Kupferlager, okay. Das ist keine normale, das ist fürs Stromgewehr, mein Freund. Ja, das meine ich doch. Hast du das Stromgewehr nicht? Licht an? Achso, ich hab ja Licht an. Lustig, habe ich gar nicht gemerkt, anfangs. Ach, guck mal, aber unsere Base sieht zwar aus... Sieht's aber ganz lustig aus, muss ich sagen. Die Base. So, wie ich gerade den Lichtschein gesehen habe. Aber irgendwie sind hier gerade wenig Viecher, ne? Also vorhin habe ich ein paar gesehen, aber jetzt irgendwie... Ist die verstecken alle, sich alle. Hallo, die wissen genau, dass wir sie jetzt jagen wollen. Da hinten ist schon mal was. Da ist noch mehr. Wo stand denn das nochmal, was mal... Was? Ich frage mich gerade, wo das steht, wo man was man einsammelt. So, warte mal. Das Vieh greift uns hoffentlich nicht an. Glibber? Nein, Glibber greift uns nicht an. So, was haben wir da? Noch mehr Glibber? Oder haben wir Spinnen? Ach, wo steht denn die Kacke? Ist jetzt blöd oder was? Was denn? Na, was du einsammelst. Wo steht das? Du stellst Fragen. Steht nirgendwo. Keine Ahnung. Hm. Warte mal. Die aggressiv? Nein. Also ich hab jetzt schon eine Dinosaurier getötet. Du auch, sehr schön. Ja. Das sollte schon mal sehr viel Fleisch sein. Naja. Greift uns nicht an. Hier sind Spinnen, die greifen uns auch komischerweise nicht an. Boah, guck dir das mal an. Die haben. Das sieht aus, als ob die ein After im Gesicht haben. Oder haben wir noch einen Dinosaurier? Den kann man auch noch nehmen. Komm her, Dinosaurier. Komm zu mir. Nicht weg. Oh, jetzt lässt er mich weg. Da war noch ein. Ach, guck mal. Das sind die kleinen. Ah, okay. Guck mal, hier links. Das ist ein ausgewachsener Dinosaurier. Die greifen uns auch an. Ah, scheiße. Pflanze. Blume. Und die kleinen, das sind scheinbar die Kinder. Runde. Ich habe auch eine offene Wunde. Die kleinen sind scheinbar die Kinder, weißt du? Und die hauen ab, wenn man sie anschießt. Do you know? Okay. Das ist aber Aloe Vera, oder? Ja, keine Ahnung. Nein, mit. Cool, also ich habe jetzt genug Fleisch. Ich würde das jetzt erstmal braten wollen in unserer Backküche. Und meine Nahrung geht gerade richtig runter. Kommst du wieder? Ich suche gerade noch nebenbei Aloe Vera. Also, ja, dann mach das. Du kleiner Alchemist. Du Druide. Na, wegen den Medipacks. Ja, ja. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, was Aloe Vera ist. Ist das nicht so? Normalerweise sind es diese Spitzenpflanzen, ne? Aber die stehen hier rum und die kannst du nicht einsammeln.
Ich meine, ich weiß, was in echt Aloe Vera ist, ne? Also davon mal abgesehen. Aber hier im Spiel scheinen die doch ganz anders auszusehen. Ich weiß gerade auch nicht. Weil vergiftet wurde. Leg mich doch aber eine offene Wunde. Ich musste ganz dringend zu Medipack. War hier. Das ist eine Medi-Station. Guck, nee, das ist ja auch wie eine Agave oder so, also wie die Dinger heißen. Ich bin kein Pflanzenkenner. Ich auch nicht. So, gegrillte Steaks bauen. Ja. Ich laufe hier an unserer Base vorbei, das gibt's sogar. Hallo, also die ist schon gut ausgeleuchtet, ne? Ich weiß. So. Ich hab sie gepackt. Zwei Stück sollten jetzt erstmal reichen. Ja, natürlich. La, la, la. Alter, jetzt 4 Steaks bestimmt essen. Satt zu werden hier. Alter, heftig. Alter. So, jetzt geht's aber. Meine Ausdauer ist im Arsch. Wegen dieser scheiß offenen Wunde. Wo ist sie da raus? Wegen der scheiß offenen Wunde. Das ist der doch alles. Scheiß offenen Wunde. Nicht mehr schön. Also in der Wunde ist Scheiße drin. Du hast ein Gift. Verwende ein Gegengift. Du hast ein Gift. Hier. Nein. Nimm nicht das Medipack. Hier. Geh an die Heilstation. Da geht's auch. Damit kannst du dich auch heilen. Aber ich hab ein Giftbiss. Geht das denn auch? Ja, ist egal. Achso, oder ein großes Medikett. Richtig. Rätsel. So. So, ist noch Fleisch am Braten? Mein Fleisch habe ich schon komplett verarbeitet. Das ist das ist herzallerliebst, ich weiß. Sehr, sehr. So. Richtungsschubdüse oder baue ich gleich eine Schubdüse? Ist jetzt. Bitte? Oh. Das war Sauerstoff. Ach, da muss man da nichts reinstecken in den Medi-Ding oder was? Nein. Ach, okay. Da brauchst du nichts reinstecken. Du hast doch gar nicht selber alles verarbeitet. Ach so, du hast es verarbeitet. Ja. Ich war bei, du hast gegessen. Ich habe auch ein paar Sachen gegessen davon. Ja, klar, aber ich dachte, du hast alles gegessen. Nein. Ich habe verarbeitet. Ich habe das in den Kühlschrank gelegt, damit es nicht vergammelt. Hast du fein gemacht. Ich weiß. So, ach, du hast jetzt den ganzen Balkon hier schon abgerissen. Ja. Weil ich überlege, wo ich das Raumschiff hinbauen kann. Nicht dorthin. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das vor die Tür setze. Hätte ich vielleicht erst unsere Landeplattform machen sollen oder was? Naja, oder wir brauchen ja nicht. Setz es doch erst. Guck mal, hier ist so eine schöne Fläche hier. Wenn du hier so baust. Ja, es ist nur so gedunkelt gerade. Ich sehe ja nicht so viel. Das ist halt das Problem. Und es wird erst in 7 Minuten wieder hell. Oh also, nein. Oh nein, am liebsten wäre es mir ja, wenn ich es erstmal temporär auf deiner Plattform errichten könnte. Aber auch die du da noch nicht fertig gebaut hast. Na, da will ich ja jetzt weiterbauen, da kannst du ja jetzt nicht. Ja, kannst du ja gerne machen. Und dann werde ich da erstmal mein Raumschiff so lange weiterbauen. Verstehst du? Und dann kann ich ja wegfliegen, wenn es fertig ist. Oh, das dauert doch viel zu lang. Nein, mach das nicht. Mach's doch hier, guck mal, hier ist es doch gleich. Hier ist doch die große Plattform. Was hast du denn dagegen, das draußen auf die Wiese zu bauen? Weil es so dunkel ist. Geh doch auf die Wiese spielen. Nein, ich habe so, hier auch ein Licht gebaut. Dann baue ich mir jetzt ein tragbares Arbeitslicht dahin. Da. Hast du das? Das müsste in der Kiste stehen. Weiß. Tragbares Baulicht, so. Zack. Ich sollte vielleicht auch mal. Naja, toll. Wie das überhaupt nichts bringt hier. So, ich heb's mal wieder auf. Oh, ey. Warum der jetzt geschossen hat, obwohl ich das Fleisch ausgewählt habe, ich habe keine Ahnung. Keinen Ark? Keinen Ark. So. Ark, kein Ark. So, wie drehe ich das jetzt nochmal? Entfernen und so ein Scheiß, ne? Ich habe die Tasten umgelegt, von daher kann ich dir das jetzt gar nicht so genau sagen. Du hast sie umgelegt, also tot. Du bist so blöd. Manchmal, aber nur manchmal. Was mache ich denn? Egal, es muss jetzt so reichen. So, zack. Baue ich das so. Oh, deine Gesundheit verbessert sich. Das ist so geil.
Oh, lol, das Ding fällt direkt auf den Boden. Okay, dann brauche ich jetzt erstmal. Alter, wie riesig ist das Cockpit? Verarschen? Boah, wie soll das denn gehen? Okay. Das kann doch nicht richtig sein. Gerade gucken. Doch, scheint wohl richtig zu sein. Cockpit ist viel zu riesig. So, gut, dann baue ich jetzt erstmal hier ein bisschen. Zack. Du könntest es ja diesmal auch aussehen lassen wie ein Raumschiff, das wäre cool. Ja, ist ja gar nicht so einfach, ne? Wenn das Cockpit so riesig ist. Ach, jetzt liegt es am Cockpit. Ja, es liegt immer am Cockpit. Wenn der Pilot nicht fliegen kann, dann liegt es nicht am Pilot, sondern am Cockpit. So, kann ich das da jetzt so dran setzen? Hast du das gelernt? Ja. Bitte? Hast du das gelernt? Ja. So. Das Cockpit ist schon mal da. Jetzt, RCS brauche ich. Und das ist schon wieder... Treibstofftank. Generator. Treibstofftank. Den Konstruktor. Brauche ich am besten da irgendwie so in die Nähe. So, ich brauche nochmal Plattform. Warte mal, der Generator, der braucht ja eigentlich keinen. Na, kein. Hallo? Doch, jetzt. Ja, bitte, ich könnte mal draußen wieder Sachen holen zum Aufteilen, wa? So, warte mal, den Generator, der braucht ja keinen direkten Zugriff. Zack. Dann brauche ich den Treibstofftank, der muss daneben. Ja, ist doof, dass ich das jetzt nicht bewegen kann hier. Egal, dann machen wir es so. Konstruktor setze ich auf die andere Seite. Zack. Warum gibt es denn hier? Ich würde das alles ja gerne längst bauen, aber irgendwie. Gerade nicht hier. So, den setzen wir da drauf. Dann. Ja. Sieht momentan halt nicht aus wie ein Raumschiff, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Düse. So. So. Ja, ich bräuchte mal deine Hilfe, weil ich das hier nicht ransetzen kann. Weil, du weißt warum, weil ich das Ding nicht drehen kann. Also die Teile. Ja, Moment. Einen Moment, bitte. Ich komme. Reicht auch, wenn du schaffst. Witz, <bitte. lacht> So, was möchtest du denn gerne haben? Möchtest du? Dann schmeiß ich dir die Sachen mal hin. Ablegen. Zack. Einmal. Und nochmal. Alter. Nochmal. So. Und zwar die Schubdüse. Schubdüse, ganz wichtig. Schubdüse hier hinten ran. Ne? Also meinetwegen Moment. Kannst du sie hier oben drauf packen. Aber halt, dass er nach hinten guckt, ist ja klar. Also zu mir hier jetzt, ne? Das? Mhm. Guck ich jetzt zu dir? Sehe sie nicht. Na, ich spiel gerade jetzt. Und piff. Geht nicht. Piff, geht nicht? Geht nicht. Falsches. Rot oder was? Ja. Hast du oben drauf oder kannst du unten drauf setzen? Nix, oder? Nein, nirgendwo. Überall rot? Ja. Okay, dann baue erstmal diese Richtungsdinger. Wie heißen die? Richtungsdüsen oder so. Und zwar hier eine hin, Richtung rechts, hier eine hin, Richtung links, also so, dass sie auf einer Linie sind, ne? Einmal nach links und einmal nach rechts. Okay, ich drehe gerade wie ein Blöder, aber ich finde irgendwie nicht den Ausgang. Was? Der Ausgang ist das große Loch. Jetzt? Ach, da ist das Loch. Aha. Wo muss ich denn? Alter. Da? Nee. Da? Da? Findest du denn endlich das Loch? Ich hab. Jetzt. So, wo möchtest du denn hin haben? Weil das, wenn ich das jetzt hier hinbaue, ist es Nein, also hier, dass hier so eine Linie sich bildet. Also du hast, siehst ja, hier ist einer frei und da daneben. Genau. Aber es geht auch nicht, weil rot ist. Seite geht nicht. Wie geht. Ist rot, geht nicht. Was für eine Farbe falsche hat Fraktion. Das? Rot. Falsche Fraktion. Ach so, das ist deine Schubdüse hat grün. Ja, das ist auch und richtig. Grün ist
Ist Small Weasel. Also dieses Weasel. Ding, was auch sein soll. Ja. Aber kein Capital Weasel. Nee, ist auch richtig. Und aber auch du hast gerade irgendwas von Fraktion gesagt. Vielleicht, warte mal. Ja. Kann es vielleicht sein, sind wir denn, wir waren doch in der gleichen, ach guck mal, Fraktion privat. So, ich stelle mal auf alle. Oder YouTube Germany. Jetzt müsste es gehen. Okay. Muss mal einer sagen, dass man das erstmal umstellen muss. Das ist ja schlimm. So, dann hätten wir hier eins. Willst du jetzt auf jeder Seite zwei haben? Nee. Hier jetzt noch eins. So, dass du auf jeder Seite halt eine Schubdüse erstmal hast. Die Schönheit kann man später machen. Es soll ja jetzt erstmal funktional sein. Zwei. Genau. So, dann muss die Schubdüse hier hinten ran. Also am besten hier oben drauf einmal, ne? In der Mitte. Genau, perfekt. So, dann muss oben eine Schubdüse, also hier, eine Richtungsdüse, also hier, oben drauf. Nach wo? Ja, hier, wo ich jetzt drauf stehe. Ja, nee, nach wo? Ja, nach oben. Nach oben. Genau. Ja, wo machst du da? Und wie hebt man ab? Ja, pass auf. Zeige ich dir. Na gut. Nach oben möchte er sie. Genau. Apropos, ich muss mal kurz. Wie viele Schubdüsen hast du jetzt noch? Noch zwei. Noch zwei? Okay, dann muss ich noch eine bauen. Soll die. Ach, soll ich hier drei drauf bauen oder was? Eine sitzt oben. Also die nach oben zeigt. Eine nur. Mach ich. Eine, die nach oben zeigt, genau. Hab ich. Hast du. Perfekt. So, dann muss ich noch eine Richtungstür. Und dann musst du nämlich vorne unter dem Cockpit, hast du ja auch so eine Spalte frei. Da in der Mitte, dass es nach vorne guckt. Okay, mach ich. Das ist halt, damit du da rückwärts fliegen kannst. So, Metallkomponente brauche ich. Die denn? Ja. So. Du, das würde ich gern tun. Das würdest du gerne tun, es geht aber nicht. Doch, zack, ist dran. So. Jetzt habe ich ja hier noch diese, wo kommt denn diese... Fahrwerk hin. Ja, die kommen auch da ran, aber ich glaube, da ist gerade kein Platz für, ne? Also, beziehungsweise kein Platz schon, nur dafür muss es halt erstmal ein Stück nach oben. Aber das zeige ich dir gleich. Machen wir gleich. Jetzt hier aber erstmal noch die eine Richtungsschubdüse bauen. Aber irgendwie lassen sich die Metallkomponenten ganz schön viel Zeit zum Bauen. Jetzt baut doch mal schneller. Ich kann die zwar drehen, aber irgendwie total unkoordiniert drehe ich das Zeug ja hin und her. Okay. Weißt nicht wie oder was? Nee. Ja. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Ja, das kommt davon, wenn man es noch nie gemacht hat, ne? Dann. Muss denn die spitze Seite nach vorne oder nach hinten? Welche Spitze? Da ist eine spitze Seite. Ne, etwas spitze. Ach so. Und abgefahren. Dieses Leuchten muss vorne sein, also die Spitze. So, Jetzt. Nein. Okay. Wo willst du das denn hinsetzen? Da kannst du auch noch nirgendwo hinsetzen. Ich weiß es doch noch nicht. Ich kann es dir doch nicht sagen. Ich bin aber auch, wie gesagt, ich drehe hier total unkoordiniert rum. Merk's. So. Also du sagtest, die Spitze muss nach vorne, dann baue ich erstmal auf die Seite ran. Y, so. Wow. Ach, das soll. Wo konnte man nochmal Außenansicht machen? Oh, das ist doch falsch, oder? Keine Ahnung. Es gab doch irgendwo eine Außenansicht. Warte mal. So, ja, genau so. So, das ist von Profis gemacht. So, jetzt kannst du unten nämlich die Schubdüse bauen. Die ist doch dran. Also, beziehungsweise die Richtungsdüse. Warte, ich gebe dir eine. So, hier. Moment, wir brauchen einmal kurz diesen Verdampfer, oder der die abbauen kann, die Dinger. Hab ich. Noch nicht setzen. Ach, hast du. Dann reißt du nämlich einmal bitte, warte, ich muss gerade gucken. Da ist der. Ah ne, komm. Dann reißt neben dem Kern. Warte, ich leuchte dir heim. Hier. Siehst du mein Licht? Ja. Genau. Den Block entfernen. Den Block.
Da setzt du, genau, da setzt du jetzt den, die Schubdüse rein, dass sie nach unten guckt. Okay. Jo, Meister. Ja, wunderbar. So, und jetzt kannst du nämlich auch, die Landedinger. Ich sag was. Das sind Standbeine oder was? Genau, das sind Standbeine. Und zwar kannst du hier am 1 hinsetzen, da wo mein Lämpchen ist. Ach, jetzt raff ich das auch, was das sein soll. Ich denke ja die ganze Zeit, Alter, was ist denn das? Tja, kannst du mal sehen. Ja, da, genau. Ja, da. Ich muss doch... Ah, dreh. Ist das jetzt so richtig rum? Spitze muss nach vorne gucken. Ja, ich weiß, aber jetzt guckt gerade das andersrum. Wie lange ist das? Achso, das haben wir ja schon öfters diskutiert. Die Spitze muss nach vorne gucken. Jetzt ist es natürlich wieder falsch rum. Wie soll es auch anders sein? Jetzt. Und. Puff. So. Wunderbar. So, und bevor wir das letzte Füßchen noch dran bauen und dann mit dem Raumschiff schön zur nächsten Protonium... Nee, wie heißt das? Wie heißt das Zeug? Prometheum zur Mine fliegen, weil, ne? Achso, machen wir einen Part. Das brauchen wir jetzt unbedingt. Genau, dann kannst du nämlich mal den Part beenden. Und dann genau. Können wir im nächsten Part das machen. Okay, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. In der Videobeschreibung natürlich gucken. Gabax anklicken, angucken, unbedingt. Und das gleiche auch bei ihm und mich angucken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao! Jo, ciao!